Herr Präsident, meine Damen und Herren! 6 Argumente zu einer öfter geführten Debatte. Erstens. In der tiefen ökonomischen und sozialen Krise infolge der Corona-Pandemie war es völlig richtig, die Schuldenbremse auszusetzen. Wir haben gesehen, die Schuldenbremse steht insbesondere in einer Krise einem handlungsfähigen Staat im Wege. Und deshalb gehört sie, das ist unsere tiefste Überzeugung, nicht nur ausgesetzt, sondern sie gehört abgeschafft. Zweitens. Um notwendige Maßnahmen zu finanzieren, kann man den Weg über ein Sondervermögen gehen. DIE LINKE hat sich dafür eingesetzt, dass die Kontrollmöglichkeiten des Haushaltsausschusses mit dem Sondervermögen erhöht werden. Es war unser Vorschlag, dass die Schwelle, bei der der Haushaltsausschuss entscheidet, von 10 auf 1 Million gesenkt wird. Und es war unsere Fraktion, die darauf gedrungen hat, dass Entscheidungen im Haushaltsausschuss auch in das Parlament getragen werden können. So wie es heute geschieht, links wirkt, würde ich sagen. Warum? Warum für dieses Verfahren dann noch ein Antrag von CDU und GRÜNEN gebraucht wird, erschließt sich mir nicht so ganz. So wie wir es jetzt machen, hatten wir es ja auch auf Grundlage der Geschäftsordnung verabredet. Und schade, dass Sie mal wieder vergessen haben, die eigentlichen Erfinder dieser Überlegung zu fragen, ob Sie denn diesen Antrag mit einbringen wollen. Aber geschenkt. Drittens. Viele der ersten Maßnahmen, die die schwarz-grüne Landesregierung jetzt aus dem Sondervermögen finanziert, sind schlicht notwendig. Unterstützung von Gesundheits-, von sozialen, von Kulturmaßnahmen, dem wird DIE LINKE nicht im Wege stehen. Vielem haben wir sogar zugestimmt. Und im Unterschied zu anderen Fraktionen ist es für uns auch nicht die zentrale Frage, ob eine Maßnahme nun alleine pandemiebedingt ist oder auch aus anderen notwendigen ökonomischen oder politischen Gründen erfolgt. Die Tiefe der Krise macht eine Vielzahl von Maßnahmen notwendig, die auch über die konkrete Bekämpfung der Pandemie hinausgehen. Gleichwohl ist nicht erkennbar, wie die Landesregierung das Sondervermögen nutzen will, um sinnvoll aus der Krise herauszukommen. Klar ist, notwendig sind mehr Mittel, die in der aktuellen Krise natürlich auch aus Krediten finanziert werden können. Und das Sondervermögen der Landesregierung wird nicht ausreichen, das prophezeie ich Ihnen schon jetzt, die Maßnahmen, die in der nächsten Zeit noch notwendig werden, zu finanzieren. Viertens. DIE LINKE hat ein Positionspapier, einen Neustart für Hessen nach dem Corona-Einbruch erarbeitet, das einen mehrjährigen Plan enthält. Einen Plan, wo es darum geht, die überfälligen Investitionen in Krankenhäuser, in Schulen, in bezahlbaren Wohnraum, eine Wende in der Energie- und Verkehrspolitik zu unternehmen. Diese Überlegungen sind eingeflossen in einen umfangreichen Änderungsantrag zum Sondervermögen. Diese wichtigen und notwendigen Maßnahmen im Sinne der hessischen Bürgerinnen und Bürger haben CDU und GRÜNE abgelehnt. Das ist bedauerlich. Wir werden in die nächsten Haushaltsberatungen diese Vorschläge wieder einbringen. Fünftens. Teil unseres Plans ist, und ich erwähne das extra auf Wunsch von Staatsminister Boddenberg, dem das Thema ja auch immer wieder eine Bemerkung wert ist, Teil unseres Plans sind notwendige Maßnahmen für eine gerechtere Besteuerung der Vermögenden mithilfe einer einmaligen Vermögensabgabe analog zum Lastenausgleichsgesetz aus den 50er Jahren und die Wiedererhebung der Vermögensteuer, eine Steuer, die den Ländern zugutekommt. Wir wollen nicht, dass wie nach der Wirtschafts- und Finanzkrise die Kosten der Krise erneut auf breite Teile der Bevölkerung abgewälzt werden. Auch das haben CDU und GRÜNE abgelehnt. Sehr bedauerlich. Sechstens. Die Maßnahmen von CDU und GRÜNE und die Diskussion um das Sondervermögen zeigen, dass das von Ihnen gegenüber der LINKEN oft vorgetragene Argument, es sei für viele notwendige Maßnahmen kein Geld da, spätestens seit diesem Sommer ausgedient hat. Vielen Dank.